Ja, Leute, herzlich willkommen zum vorletzten Part von Vampire of Dawn 2 über DCSTF und Let's Play Retro. Heute spielen wir auf den Schwierigkeitsgrad schwer mit der Gesinnung gut. Ja, wie immer können wir uns nochmal kurz im Inventar umschauen. Erstmal Gegner auf Warten stellen. Oh ja. Danach. Gegenstand haben wir wahrscheinlich. Wichtigste Einstellung dieser Button, ne? Ja. Erstmal ein Vampirstein. Mhm, ich glaube, die muss man einfach großzügiger benutzen, diese Vampirsteine. Sind ich denke so, auch, ja, die muss man auf jeden Fall großzügiger benutzen. So, Ausrüstung. Oh, Spiegelhelm. Es ist, sehr gut, es, ja. Es ist geschafft. Dann noch kurz die Zauber durchgucken. Oh ja, Schreckensang. Ja, Schreckensang halt weg, ne? Warum haben die immer einen Schreckensang bei sich? Es gibt doch hier unten gar keine Gegner auf der Weltkarte. Na gut, wahrscheinlich teleportieren die sich hier hin, na egal. Wilder Dudelsack. Ja. Ist halt ein Werwolf, ne? Mhm, der übliche Quatsch wie immer. Das habe ich sogar eigentlich sogar mal ganz cool. Ich glaube, das werde ich sogar einfach mal zaubern einmal. Generation okay. Und Heilung aller Gruppenmitglieder. Weil dann ist Regeneration 3, glaube ich, auf allen Gruppenmitgliedern drauf. Und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mhm. Also es ist ja nur eine Runde, wo er dann quasi mal nicht zuschlägt oder so. Ich denke, das ist schon okay. Heilige Kraft hat er nicht, oder? Doch, hat er auch. Hat er auch. Wie gesagt, das ist dasselbe Zauberset wie eigentlich beim letzten Mal. Ich finde das krass in diesen 700. Das ist irgendwie so... 700 ist echt krank. So, sie Ultima kann Ultima 2, das ist gut. Mehr muss sie gar nicht können, ja? Ja, und Asuka hat dasselbe beschissene Set wie immer. Der Hand, Asuka wird einfach immer völlig vernachlässigt von allen. Ah, gut. Ja, und wieder einmal kämpfen wir mit unserer Viererkonstellation gegen die beiden Eras-Führer. Mhm. Frage ist natürlich, wird sich Asuka danach gegen uns stellen oder nicht? Werden sich vielleicht Asuka und der Dane gegen uns stellen? Das wäre mal schön. Aber nach den anderen Endings bezweifle ich das ehrlich gesagt. Ich denke einfach, Elaine liebt Vilna aus irgendeinem Grund viel zu sehr. Ja. Der uns einfach für immer verbogen bleibt, aber... Ja, heilige Regeneration, oder? Mach mal heilige. Geht aber nur auf einen, ne? Ach, es geht nur auf einen? Das, was war das mit... Ach ja, stimmt. Ja, nur auf einen. Ja, wir regenerieren so viele Trefferpunkte, wir... Verräter. Es geht wieder zurück. Es macht nichts. Ja. Spammen wir weiter Ultima. Ob die auch schwer auch mehr Trefferpunkte haben? Ich denke mal schon. Ach nein, ach Gott, wie blöd. Was hast du jetzt gemacht? Lebenspunkte geheilt. Ich habe Lebenspunkte geheilt. Ich will natürlich Blut heilen. Ist schon okay. Ich denke nicht, dass der Kampf jetzt so anspruchsvoll ist. Ich weiß nicht, ob die Schwierigkeitsgrade jetzt so viel Unterschied machen. Wahrscheinlich wird man auch schwer noch mehr Bogenkämpfe machen müssen. Ja, wahrscheinlich. Weil es ist ja so ein Feature, das das Spiel gebraucht hat. Neben Foltern. Das waren zwei solche richtig überflüssigen Feature im Spiel. Ich finde ja, dass die Spells einfach zu teuer sind. Dadurch hat man sie einfach. Ja, du kannst ja zweimal Ultima spammen und dann musst du dich wieder heilen. Du kannst wieder zweimal Ultima spammen, musst du dich heilen, ne? Ja, es ist ein bisschen. Ah, da ist Rahon schon dahin. Also, die Ringgolds sind eigentlich ganz cool so in der Form. Ich ja, finde es gerade interessant, wie die Kämpfer auf leicht bisher die schwierigsten und längsten waren. Ist dir das mal aufgefallen? Ja. Ja, weil die da Heilige Sand zum Beispiel hatten, ne, und so. Nee, das war bei uns auch auf normal. Nee, aber wir hatten zum Beispiel keinen Spiegelhelm und wir hatten kein Ultima oder sowas. Ja, stimmt. Kannst mal Elaines Trefferpunkt, naja, wobei gut, Ultima-Spam ist wahrscheinlich auch sinnlos an der Stelle. Einfach ja, weiter... Das macht schon mehr Schaden. Gut. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich unnötig an der Stelle, aber... Ja, auch wieder unter 5 Minuten. Eure Überheblichkeit hat nun ein Ende. Na los, töte mich. Töte deine Tochter. Oh nein. Du bist nicht meine Tochter. Schlag zu, Valnare, sonst hat das nie ein Ende. Jaina.
Ich finde das cool, wie das Blut da oben hingespritzt ist. Ja. War das davor auch schon immer so? Das weiß ich halt gar nicht, muss ich sagen. Ihr könnt uns nicht vernichten. Sobald du zuschlägst, wird mein Schattengeist deinen Körper in Besitz nehmen und ich werde nicht so schwächlich sein wie Morlan. Ich glaube eher, du wirst auf ewig in diesem Bandstein dahin siechen. Ein Bandstein? Nein. Nein, nicht schon wieder. Das ist dafür, was ihr Eira Selaine angetan habt. Es ist vollbracht. Ist mir aufgefallen, dass bisher nur in ein Ending die Dieben eine Rolle gespielt haben? Ja, das stimmt. Falna, wir haben es geschafft. Oh, wie ich dich liebe. Ich liebe dich, Elaine. Vielleicht hat er in anderen Endings auch die Diebe dann einfach nicht geholt? Wäre doch möglich, ne? Mm. Na fein, dann muss es wohl so sein. Ich ertrage es nicht. Anscheinend ist es endgültig aus zwischen uns, Elaine. Du hast dich für diesen Versager entschieden. Ich konnte dich nicht für mich zurückgewinnen. Darum werdet ihr jetzt beide auf ewig zusammen sein. In der Hölle. Och, wieso denn? Ich hoffe, es ist nicht unser Ending, aber das glaube ich nicht. Asgard, verdammt, was soll das? Du Verräter! Du wagst es, mich einen Verräter zu nennen? Du hast dich zwischen mich und Elaine gedrängt. Ich habe dir ein wunderbares Leben als Vampir geschenkt. Und so dankst du mir das. Du bist verachtenswert, Valnar. Gut, du hast es nicht anders gewollt. Asgard, einmal sterben hat dir wohl nicht gereicht. Doch dieses Mal wirst du nicht wieder auferstehen können. Wir werden das Buch verbrennen. Ich fürchte, ihr werdet es nötiger haben als ich. Das ist irgendwie gerade 1:1 von unserem Ending, ne? Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass wir jetzt hier gerade das Falsche aufnehmen. Das würde mich eigentlich wundern. Wir speichern mal nicht. Ja, speichern wir mal nicht. Und... Ach, wieder Elaine und der Wolf. Ja, Elaine und der Wolf. Dann nehmen wir noch einen Blutdingsbums, Vampirstein. Vampirstein. Ja, wahrscheinlich ist das, dass sie jetzt nicht den Spiegelhelm tragen kann, oder? Ja. Ja, doof. Na gut, das wird schon gehen. Ich meine, es ist ja nur Asgard und wir sind immer zu zweit, ne? Also von daher. Die kann aber keinen Spiegel, ne? Nee, ich denke nicht. Mach einfach Ultima 2 und... Ja, siehst du, das macht nämlich um die 1000, das ist schon ganz gut. Mhm. Das ist halt gefährlich, dieser Direkttod oder so. Da muss man halt schnell drauf reagieren. Ich schau dir mal an, wie schnell die Balken hier gerade zusammengehen, ne? Vollgehen. Weil nur 3 Charaktere da sind. 2. Ja, ein Gegner halt noch. Hm. Na, das ergibt wirklich überhaupt keinen Sinn. Das liegt aber an dieser Engine. Naja, klar. Ja, 2K3-System, Kampfsystem ist ganz cool, aber meins achten sie ja nur, wenn man die Zeitbalken rauspatcht. Das weiß ich natürlich nicht, ob es das Skript damals schon gab. Ich bezweifle es sehr stark. Ich meine, also, das Spiel ja wirklich, wenn du 2003 erstellt, kurz nachdem das Ding rausgekommen ist. Also jetzt gibt es halt dafür halt schon einen fertigen Patch wohl irgendwie, ne? Den einfach dann dir reinziehst und dann hat man das wohl. Oh, das Ding. Blind. Aber blind fehlt da noch kein Ultima, oder? Nö. Treffen nur nicht mehr. Das ist egal. Stumm wäre schlimm. Ja. Find's krass, wie viel der aushält. Okay, er ist tot. Dann bin ich ja mal gespannt. Kann ich nicht mehr lieben. Nach all dem, was du getan hast. Ob mit Schattengeist oder ohne. Du bist nur noch Abschaum. Ich habe dich immer geliebt. Mein Leben ohne dich ist wertlos. Vergib mir. Nein. Langsam bekomme ich nämlich Angst, dass wir das Ending schon mal aufgenommen haben. Ich auch. Du warst eine zu große Gefahr für die Menschheit. Alles, was ich will, ist ein glückliches Leben mit dir, Valnar. Lass uns neu anfangen. Ein völlig neues Leben. Für immer glücklich sein. Nichts wünsche ich mir sehnlicher, Valnar.
Da kommen sie. Viel Spaß in der Hölle. Ja, da werden wieder die Schattengäste gebannt. Ich bin immer gespannt, ob wir die Steintafel jetzt benutzen oder nicht. Hm. In unserem Ende haben wir sie nicht benutzt, ne? Ja. Es ist vorbei. Wir haben es tatsächlich wieder einmal geschafft. Und was nun? Wir nehmen Asgard und den Blutgeist und benutzen die Steintafel. Die Steintafel? Bist du dir sicher? Was ist, wenn die Welt zerstört? Ich bin mir sicher, dass es der einzige Weg ist, wieder in unsere alte Welt zu gelangen. Nein, ich vertraue dir. Du hast uns bis hierher geführt. Nun mach, was du für richtig hältst. Ich werde diese Steintafel benutzen. Ich will unsere alte Welt wiederhaben. Ja, ah, Leute, Steve wollte gerade eben den Part schon beenden und irgendwie Quatsch machen. Ich weiß auch nicht, was heute mit dir los ist. Das ist heute schon das zweite Mal. So für uns beim Aufnehmen, in der Aufnahmesession. Genau, ja. So halt alles so gleich, ne? Ja, aber ich hab dir doch gesagt, warte ab, das ist normal. Da kommen die Blutgeister. Bitte verzeih uns. Ich weiß, du hattest keine Kontrolle über dich. Dafür brauchen deinen Blutgeist, um genügend Seelen und Energie für den Zauber auf der Steintafel zu haben. Bitte verzeih uns. Elaine zeigt uns das Gefühl, das finde ich gut, ne? Wie gesagt, das Ende ist doch ein bisschen anders als das, was wir damals hatten, ne? Trainer. Aber sie muss. Aber im Endeffekt natürlich der Vorteil ist, sie vernichten ja Jaina nicht. Sie ist ja trotzdem als Blutgeist trotzdem noch in der Ebene. Nur halt geschwächt. Sie wäre jetzt Level 1, wenn man sie wiederbeleben würde. Und nun noch Asgards Blutgeist. Mit der auch wieder Level 1 ist. Genau. Asgard, du elender, Verräter, ich mein Verräter. Du hast dich kein bisschen verändert. Hier eine Verräter, so eine geile Verschreibweise von dem Wort. Dann ist es wohl soweit. Ich hoffe, meine Kenntnisse reichen für diesen Zauber. Niemals! Oh. Was? Mystic Knights. Definitiv. Jetzt kommt so ein Mystic Knight Intro mit Nigria und Asmos. Niemand wird diese Steintafel verwenden, solange ich lebe. Da wirst du jetzt wohl sterben müssen. Was ist mit Weiner los? Spielen wir jetzt gerade das böse Ending? Ich weiß nicht, wer du überhaupt bist. Aber wir haben dich nicht getötet. Was? Und dafür solltest du uns dankbar sein. Aha. Das ich bin jedem Menschen dankbar, dass er mich nicht tötet. Das ist aber, was ich mal meinte. Tatsächlich haben sich Nyria und die drei bis zu der Stelle ja vorher nie getroffen. Ja, eben, genau. Also von daher, das ist sogar mal tatsächlich logisch, ne, was hier gerade passiert. Die wissen quasi gar nicht so richtig, wer das ist. Ja, da bin ich dir mal gespannt, ob dir das Ende noch besser gefallen wird als das erste. Nur weil ihr mich nicht umgebracht habt, heißt das nicht, dass ihr nicht zu meinen Feinden gehört. Ihr wollt diese Steintafel benutzen, sie wird die Welt zerstören. Nein, sie wird die Welt wiedergeben, die wir so vermissen. Ich werde nicht zulassen, dass ihr den Zauber sprecht. Sei dumm von dir, uns zu folgen. Jetzt ist sie evil, weil Weiner evil ist, ne? Wie so eine Mitläuferin. Doch es ist noch dümmer, sich uns in den Weg zu stellen. So, hier bekommen wir sogar mal 3 Endkämpfe. Okay. Das dürfen wir nochmal gegen, ja. Ich speichere mal nicht. Ich wollte gerade sagen, benutze einfach hier deinen Papierstein. Ja. Also auf jeden Fall sollte man 3 Papiersteine noch haben, wenn man auf schwer gespielt hat und gut beenden möchte. Aber ich denke mal, der Kampf sollte ziemlich easy werden. Also ich glaube, die kämpft dann quasi immer leichter, denn, oder? So gefühlt. Ja, ich denke auch. Ich meine, sie kann nicht zaubern. Oder zumindest würde mich wundern, wenn sie irgendwie einen Zauber... Okay. Klingensturm ist wohl ein Zauber, aber trotzdem... Ja, okay. Du wirst sogar noch einfacher, ne? Ja. Ja, würde ich mal wieder anfangen, Ultima zu spammen. Halt ein bisschen mehr Schaden, ne? Kommt ja schon jede Runde 400. Der einfachste Kampf im ganzen Spiel, ey. Ja. Dann höre er, stellt sich uns entgegen. Ist doch erst Level 20, oder? Welches Level hat die damals? Level 20, ne? Ja. Ich glaube, mit Level 22 oder 23 haben wir sie dann abgegeben.
Eigentlich müsste jetzt die Wache bei ihr sein. Da war's schon wieder. Hat irgendwie eine Minute gedauert. Wie konnte ich nur so schwach werden? Du wirst nicht stark. Darum. Na fein, nun sollte es aber endlich soweit sein. Weil wirklich wie inflationär dieses Na fein gebraucht wird, auch von den evilsten Characters, ne? Oh. Weil nichts krasser hat mir gerade jemand einfach so geköpft. Ja? Aber er ist ja ein Menschenfreund. Ja. Das sind Köpfe der Leute. Beweiner, ja. Ja. Zitat: Alan sagt übrigens, Mord ist keine Lösung und deswegen köpft er auch alle Leute. Ich hoffe, du hast recht mit diesem Zauber. Es ist unsere einzige Chance. Ich vertraue dir. Also los. Sol et Maru Debanor Sai. Flam Ur Senak Lumos Sat. Malan Fera Kilim Toradus. Okay. Was passiert jetzt? Cliffhanger? Träume. Werden sie jemals wahr? Wünsche. Werden sie jeweils wahr? Nein. Werden sie jeweils erfüllt? Das ist so ähnlich, aber doch was ganz anderes. Hoffnungen. Wird es sie jemals geben? Nutzlos? Verdammt, Spiel! Jetzt bin ich immer gespannt. Hat die Steintafel jetzt aber anders gewirkt? Feiner, wach bitte auf. Wach auf. So, wach doch bitte auf. So, wie eine Mischung zwischen dem leichten guten Ending und dem normalen guten ja. Ending. Du hast es geschafft, Weiner. Wach doch auf und schau es dir an. So das gewaltige Riesen Weiner auf der World Map. Wir haben doch noch so viel vor uns. Gemeinsam für immer. Oh, Weiner. Und hier wacht er nicht wieder auf? Lol. Und so war die Welt wieder, wie Valnar und Zelaine sie kannten. Die Kontinente verschoben sich erneut. Das Wasser wich für viele neue Inseln zurück. Asgards Weltenumwandlung war komplett rückgängig gemacht worden. Durch die Macht des Zaubers. Doch Valnar war in einer Art Trance gefangen. Oh, Valnar, ich liebe dich so sehr. Warum wachst du nicht auf? Ich brauche dich. Oh nein, ich glaube, es entsteht ein weiteres Bullshit-Ende bevor. Warum liegt sie denn jetzt eigentlich in Bett und nicht in den Sarg? Ich habe keine Ahnung. Valnar, wenn ich dir doch nur helfen könnte. Was geht nur in dir vor? Warum kannst du nicht aufwachen? Warum können wir nicht einfach nur glücklich sein? Wir haben doch so viele gemeinsame Träume gehabt. Bitte, ich liebe dich. Wach auf. Okay, er ist im Kampf mit dem. So, mein kleiner wertloser Freund. Nein. Das war der. Das war der. Ja. Hm? So, mein kleiner, wertloser Freund. Nun bist du also wieder hier. Du verdammtes Stück Dreck. Habe ich dich nicht vernichtet? Mich vernichtet? Er lacht sogar recht hoch, muss man sagen. Mich kann man nicht so einfach vernichten. Ich bin ein unbesiegbarer Parasit. Deiner Gedanken. Du kannst mich zwar schwächen, doch ich werde jedes Mal erneut an Stärke gewinnen und dich nach und nach wieder unter meiner Kontrolle bekommen
Dann musst du ihr Schalterrätsel lösen. Ich finde, man müsste so einen Schalter noch am Rand sehen, ne? Deine Sprachlosigkeit signalisiert deine Hilflosigkeit. Und das bist du. Hilflos. Ich werde dich kontrollieren. Früher oder später. Ob du es willst oder nicht. Niemals. Ich bin Herr über meine Gedanken. Niemand kontrolliert mich. Was kannst du mir ja schon antun? Du bist ein Wurm. Ich werde dich besiegen, und wenn es ewig dauert. Du Narr. Ich bin unbesiegbar. Das werden wir ja sehen. Jetzt machen sie Gedankenduell, oder wie? Denke schon. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich mich um deine kleine Freundin kümmern. Elaine wird mein sein. Sie hat mich das letzte Mal abgewiesen. Vielleicht war der Körper von diesem Vincent ja zu unattraktiv, aber diesem hier wird sie mir nicht widerstehen können. Oh Mann, ey. Oh Gott. Vincent hat sie tatsächlich nie geliebt, es war immer nur Morlun. Seufz. Warum wurde der Charakter des Vincent Vayner so verschandelt in diesem Teil? Mag es ja nicht. Ihre herrlichen roten Haare. Ihre tadellosen weiblichen Rundungen. Das reicht jetzt, mache ich dich fertig. Komm, du Wurm, spür meine Macht. Nimm dich mal seine Kapuze ab. Stirb, du Kreatur der Hölle. Also das ist jetzt komisch, warum hat der Nyria in dem anderen Ending ein Facet gehabt, wo sie zum Elras wurde? Ja, sie ist ja kein Elras, die ihr Gesicht verliert. Sie war einfach nur ein Nyria-Elras. Rainer, lass mich bitte nicht allein. Ich brauche dich. Ich liebe dich. Mit dich werde ich niemals glücklich sein. Ohne dich will ich nicht existieren. Jetzt bringt sie sich hoffentlich nicht um, oder? Ja, bitte. Wie gesagt, Bullshit-Ending incoming. Oh, Hanna. So, wach doch endlich auf. Ich brauch dich. Aber sie weiß ja, dass er nicht tot ist, weil kein Blutgeist kam. Elaine wachte wochenlang in Walners Bett, doch dieser blieb weiterhin in seiner Trance. Sein Geist kämpfte unerbittlich gegen den Schattengeist, der Kontrolle über Walner anstrebte, so wie in Dragon Ball Z. Überleg mal, ja, so auf Namek, so ein Kampf, ne? Mhm. Es dauert noch 30 Minuten! Da schien dieser Kampf niemals zu enden, wie auf Namek. Mhm. Während Elaines untotes Herz und Walner weinte, gierte ihr Magen mehr und mehr nach Blut. Aber ich glaube, der längste Kampf ist tatsächlich der gegen Sel. Also der dauert ja echt gefühlt 100 Folgen. Doch Elaine trank nicht. Sie wachte an Walners Bett. Sie schmiegte sich an seine Brust. Tag und Nacht lag sie bei ihm. Sie weinte und weinte. Doch Walner hielt seine Augen. Und dann weiße Fackel das Haus ab in den Kamin. Geschlossen. Das Ending ist... Ich find's bisher echt beschissen. Doch ihr vampirischer Körper hielt es nicht aus. Er verlangte nach Blut. Lane wurde mehr und mehr zu einer rasenden, nach Blut gierende Bestie. Sie hasste die Welt, die ihren Geliebten mal nahe genommen hatte. Ich kann's echt nicht mehr hören, ey. Ja, was ist denn das für ein Bullshit? Man geht doch einfach raus, schnappt dir einen Menschen-Snack. Lord! Was ist denn das Problem? Ja, und jetzt vernichtet sie die ganze Welt, weil sie rasend ist. Völlig, völlig rasend. Vor allem ist jetzt sogar alles in Brand gesteckt. Ja. Obwohl die Brände ziemlich komisch sind. Jetzt sich gezielt so gesetzt, weißt du? Elaine zerstörte das ganze Dorf.
Kein einziger Mensch überlebte. Das Krasse ist, wenn das jetzt offiziell ein Dorf ist, dann gibt es keine Städte, weil das ist ziemlich der größte Ort im Spiel fast schon gewesen. Elaine stillt ihren wahnsinnigen Gier nach Blut. Mit jedem getöteten Menschen hatte sie das Gefühl, sie würde sich rächen an allen, die schuld an ihrem Unglück waren. Doch war keiner der Menschen in Klenner daran schuld. Schuld hat übrigens groß. Dass Valnar nicht mehr aufwachte. Dass sie würden wieder zusammen sein. Auf ewig in der Ebene der Blutgeister. Och, jetzt killt sie sich in Valnar, oder wie? Okay, dann muss ich mich korrigieren. Das hier ist auf jeden Fall das beschissenste Ende. Valnar, mein Liebster. Schon bald werden wir wieder zusammen sein. Ich möchte ganz kurz noch daran erinnern, das ist ein gutes Ende, wenn wir menschlich waren. Ich verstehe es gerade auch nicht so wirklich. Warum war... Ich meine, am Anfang war es noch okay, da war es eine Mischung aus den beiden anderen Enden. Und jetzt ist es in so eine komplett absurd dumme Richtung. Ja. Du hast dich ja gefragt, welches das wahre Ending ist. Das hier ist das wahre Ending. Valnar stirbt, er wacht nie wieder auf. Nee, ist leider nicht das wahre Ending, aber... Zum Glück. Ja. Ich liebe dich so sehr. Warum können wir nicht gemeinsam glücklich sein? Warum? Warum nur? Übrigens auch selbst, weil ihr das Haus ja angezündet, ja. Vielleicht sind wir wieder zusammen. Oh. Reiners Körper muss nur abbrennen. Oh Mann, ey, das ist Gott, das allerschlechteste Ending, das ich mein ganzes Leben gesehen habe. Das ist so dumm. Das unterbietet sogar noch das aus Vampire's Run 1. Ja, ja, ja. Elaine hat sich und Valnar umgebracht? Wie dumm ist denn das? Ey, dagegen wirkt selbst... Pass auf. Asgars, Valnars Selbstmord hat wenigstens noch zu seinem Charakter gepasst. Er war halt ein Pussy, ne? Ja. Aber das... Warum sucht er denn nicht einfach nach irgendeinem Zauber oder sowas? Ich verstehe es gar nicht. In anderen Endings ist er doch auch nicht völlig retarded. Ja, so traurig es auch ist, Valnar wachte nicht auf. Und so sah Elaine nur noch einen Weg, wieder mit Valnar zusammen sein zu können. Und dass er nicht aufwachte, lag er dem Schattengeist, der immer noch in Valnar hauste? Ja... Er versuchte stets, die Kontrolle über Valnars Körper zu bekommen. Wenn er das erreicht haben sollte, sollte er sich Elaine nehmen. Sie sollte sein Besitz sein, damit er sie betatschen kann. Also war Vincent selber nie an Elaine interessiert, sondern nur der Schattengeist. Nein, Bullshit. Oh, dieses Ending. Zum Glück haben wir nicht auf schwer gespielt, ja? Vor allem finde ich es richtig cool, ja? Und nicht nur, weil sie rote Haare hatte. Nein, auch weil sie große Brüste hatte. Aber Jaina war doch ein Vampir. Warum hat der Schattengeist denn hier nicht einfach den Körper? Das hatten wir doch schon mal, oder? Nee, gewechselt. Da wäre Jaina frei gewesen. Das hatten wir in irgendeinem anderen Ende schon mal. Genau, dann gehen wir es jetzt durch. Genau, und der Zauber, die hat sich von der Welt wiederhergestellt. Genau, und das mit dem Zauber, der die Wünsche erfüllt, das wissen wir auch schon. Das wird eigentlich in jedem Ending gesagt, außer in dem, was wir hatten, ne? Außer in dem, wenn man auf normal gut spielt. Und der Schattengeist war der Grund, warum Jaina dann Elaine angreifen konnte. Ja, das hatten wir ebenfalls schon. Immerhin werden in dem Ending noch ein paar Fragen geklärt. Ja. Auch wenn es bisher dennoch mehr als enttäuschend war. Die Sache mit den Blutgeistern, genau. Ja, dann wirkte selbst dieses normal böse Ending noch sinnvoll, ja? Ja, also das war jetzt bisher... Ich muss zugeben, das ist das einzige Ending, was ich mir nicht angeguckt habe, was ich, glaube ich, nicht bei YouTube finden konnte. Und wow, es ist auf jeden Fall noch schlechter, als ich gedacht habe. Ja, genau, das mit den Blutgeistern. Und mal gucken, ob jetzt noch irgendwas kommt oder ob wir direkt zu unseren Aufgaben übergeleitet werden. So, und jetzt, dass es dann enden musste, nach so vielen Dingen, die sie erreicht haben. Ja, ich denke mal, die drei haben wirklich viel erreicht, auch wenn alles nur durch die Weltumwandlung zunichte gemacht wurde. Was sie in der neuen Welt erreicht hätten. Da. Jetzt kommt unsere Nebenquest. Genau, nach einem kleinen Cut. Doch all diese Taten, all diese Ereignisse konnten nicht das tragische Schicksal abwenden, das über Valnar und Elaine hereinbrach. Oh Mann, ey. Hallo. Ich dachte jetzt schon, wir sehen uns in der Ebene der Blutgeister wieder. Er wacht nämlich genau jetzt auf. Elaine?
Das ist doch dumm. Das hat es irgendwie noch dümmer gemacht. Ah, natürlich. Er hat sich natürlich schon umgebracht, aus irgendeinem Grund. Aber er kann sie jederzeit wiederbeleben. Ich hab's jetzt so verstanden, dass jetzt quasi beide jetzt quasi sozusagen dann sterben, ja, weil jetzt das Haus einstürzt. Deswegen wird sie noch weiß. Ach so, das kann natürlich auch sein. Auch wenn ich jetzt nicht so wirklich wüsste, warum sie deswegen sterben sollten, sie sind ja Papiere. Naja, warum sollte sie sterben? Sie hat sich ja auch nicht ihren Kopf abgehakt, quasi. Ja, eben, deswegen, also, keine also Ahnung. Also, ich denke mal, Malik sieht das schon, dass die jetzt tot sind, quasi, sonst würden wir das nicht so darstellen. Hätten wir doch kurz auch in der Ebene der Blutgäste an die Dialog führen sollen. Oh Mann, Elaine, du bist so behindert. Naja, jetzt kannst du ja nicht nur für mal mit Asgard zusammen sein. Das Ending war das mit Abstand beschissenste Ending. Ja. Wirklich. Ich finde, da gibt's auch nicht viel zu sagen. Es war einfach schlecht. Tja, es war einfach, wir haben zwar irgendwie unser Ziel erreicht, wir haben die Welt wieder hergestellt, aber ja, Jaina ist tot, Asuka ist tot, Elaine ist tot und Vayner ist auch tot. Alles tot. Das ist übrigens ein gutes Ending. Ich muss da ganz kurz nochmal wiederholen, ja, wir haben gut gespielt. Auf schwer auch noch, auf schwer. Stellt euch vor, ihr spielt das Spiel auf schwer und ihr erwartet eine Belohnung am Ende, ihr werdet keine bekommen. Seid froh, dass ihr euch das Ending hier auf unserem Kanal angeschaut habt. Boah. Das ist einfach schlecht. Und die vielen tollen Beta-Tester, die nicht so besonders viel getestet haben, aber viel Spaß am Spiel hatten. Okay, Leute, da und dort ist der Cheatbaum. Cheatet euch einfach hoch und sagt mal, wie ihr das Spiel findet. Ja, ist einsame Spitze. Übrigens, macht das mal auf schwer böse, okay? Oder auf gut normal. Oder auf jeden Fall nicht schwer gut. Warum nicht? Macht's einfach nicht, okay. Sicher? So, bin ich mal gespannt, was uns der Opa jetzt mal zu sagen hat, aber wahrscheinlich auch nicht viel anderes als sonst immer. Ich sagte jetzt, dass das hier wird das Two-Ending, ne? Schwer gut. Davon bin ich eigentlich ausgegangen, sondern wenn das Spiel auch schwer gut spielt, dass man dann wahrscheinlich das True-Ending bekommt. Ja, das True-Ending ist eben, dass alle tot sind. Ist doch gut, kein dritter Teil. Wer will auch schon einen dritten Teil von Vampire's Dawn spielen, ne? Ich meine, wir würden es natürlich sofort machen, wenn es einen geben würde. Aber es würden genug Leute machen, das ist es ja. Ich glaube, Malix ist jetzt 35, also wäre eigentlich noch ein gutes Alter, dass er es noch vor seinem 40. Lebensjahr wiederbekommt und vielleicht damit noch irgendwie eine Cash-Cow zum Laufen kriegt, aber wer weiß. Und so, mein lieber Simon, findet auch diese Geschichte ihr Ende. Ja. Nein, sie hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war die beschissenste Version von allen bisher. Und ich dachte schon, die mit den Äras wäre schlecht gewesen. Und natürlich noch das normal Gute. Aber naja, gut. Erzähl mir die Geschichte morgen hoffentlich mit dem richtigen Ending, Opa. Ja? Machst du das? Bitte? Ja, ja. Mal gucken. Super, danke, Opa. Ah ja. Warte, ein Satz, den ich auswendig gelernt habe. Möge die Macht mit dir sein. Möge dir mein Schicksal erspart bleiben. Das Schicksal eines alten Mannes. Und mit diesen Worten erstickte er seinen Enkel. Ja, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part beim großen Finale von Vampire's Dawn 2. Dem wahren Ending. Ich war DSTs Steve. Und euer Let's Play Retro. Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr dieses Ending so fandet. Tschüss.